Gut, dann mache ich das mal und bleibe ich hier stehen. Bevor ich hier weitergehe, PiringDB, wer hat sein Netz im oder sein ASN, muss man ja sagen, oder wer hat einen PiringDB-Account? Ah, sind doch einige. Und jetzt bitte auch keine Scheu, wem sagt PiringDB überhaupt nichts? Ja? Okay, dann hole ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter aus. PiringDB ist, wie das Wort dann schon vermuten lässt, es steckt einmal Peering drin, dann Database. Vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, kam eben der Patrick, wie heißt er mit Nachnamen noch? Patrick Gilmore, genau. Es ist komisch, die Leute kennen man dann wieder nur mit dem Spitznamen oder sonst irgendwie und dann sagt man, naja, wir haben vorhin drüber geredet, Axel, ne? Egal, der Patrick Gilmore und der Richard Steenburgen, mittlerweile heißt der Turkburgen, auf die Idee, eben eine Datenbank anzulegen, um eben Informationen über Netze zu sammeln. Wir kennen RIPE auch, wo andere Informationen gesammelt sind. Da weiß man zum Beispiel, okay, dieses Netz gehört dem und dem, da habe ich einen Routing-Eintrag. Was aber zu der Zeit einfach fehlte, ist, dass in der PiringDB oder in einer Datenbank Informationen über Peering-relevante Informationen gesammelt werden. Typisch, was in PiringDB an Objekten drin ist, das sind einmal die Netze, also diejenigen, und das sind typischerweise eben die, nicht die IP-Adressen, sondern die AS-Nummern, die abgelegt werden. Dann haben wir, was für das Peering weiter essentiell ist, das sind die ganzen Kollokationsinformationen, wo sich eben zwei Netze oder mehrere Netze dann zusammenschalten. Das sind also dann weiter Informationen über Collocation. Das sind Informationen, die man teilweise irgendwo anders auch findet, aber in der kondensierten Form, dass man zum Beispiel sagt, okay, hier habe ich zu Interaction aufgelistet, wo die überall die ganzen Data Center haben. Wo zum Beispiel in Frankfurt, wo ich die Data Center finde, wo ich in den Staaten Data Center finde. Das kann ich da überall abrufen. Dann das Dritte, was ich darüber noch habe und was für das Peering auch noch interessant ist, das sind die Austauschpunkte. Also da finde ich in der PiringDB dann Informationen über alles, was Austauschpunkte sind. Organisiert war PiringDB so, jeder, der wollte, konnte sich einen Account anlegen. Und jeder, der wollte, konnte auch zum Beispiel sagen, okay, hier, ich habe einen Vorschlag, das ist ein Austauschpunkt. Das ging alles, ging da einfach rein. Und über die Jahre entstand da schon eine Menge an recht unstrukturierter Informationen auch. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, das war Ende 2008, wahrscheinlich aus reiner Langeweile oder sonst irgendwas, oder weil ich gedacht habe, das ist irgendwie gut, da auch mitzumachen, war ich so, blöde kann man schon sagen, zu sagen, ich werde halt da auch Administrator und habe Informationen nicht, habe aber erstmal ca. 1000 Anträge vorgefunden, die bearbeitet werden mussten, wo ich sagen will, wo Leute geschrieben haben, okay, ich bin jetzt sowieso, bitte schalte mich frei. Und habe das über, denke ich, einige Jahre auch ziemlich alleine gemacht, da gearbeitet. Mittlerweile sind eine ganze Handvoll oder mehr als eine Handvoll Leute dabei, die das dann auch wirklich strukturiert haben. Greg ist unter anderem auch einer der Administratoren. Was man festgestellt hat, ist, dass das Interface dazu, was derzeit da ist, dass es absolut ungeeignet ist, wirklich den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Es bietet mehr oder weniger keine vernünftige API. Die Information, das erwähnte ich schon, die da drin ist, ist zum Teil unstrukturiert, ist es unsauber, es ist nicht vollständig und so weiter und so fort. Und deswegen hat man sich entschlossen, schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich ziehe da mindestens schon seit 4, 5 Jahren durch die Gegend, wo das immer hieß, PiringDB 2.0 wird es geben und mittlerweile gibt es schon ein Beta und es sieht schon relativ gut aus. Es sind nur noch wirklich Kleinigkeiten,
die davon uns entfernt sind, dass man wirklich das releasen kann und wo man wirklich eine Datenbank auch zur Verfügung hat mit Schnittstellen, sodass man das in seine Tools auch integrieren kann. Der Vortrag, wie gesagt, der ist vom Matt und jetzt schließe ich da an, es gibt PeeringDB, ist rein formal gesehen, ist es bereits eine Inc. in den Staaten, die hat damals vor einigen Jahren auch der Patrick und der Ras gegründet. Es wurde jetzt beschlossen nach einigen Diskussionen und Abstimmungen auch, dass man eine neue Organisation aufsetzt, eine, wie heißt es entsprechend in den Staaten, 503 Punkt Schlag mich tot, eine Non-Profit-Organisation in den Staaten, die PeeringDB dann betreiben soll. Alternative Modelle waren dazu gewesen, wo man gesagt hat, man könnte auch PeeringDB zum Beispiel an OpenIX dranhängen, man könnte PeeringDB an Non-Acton hängen, man könnte zum Beispiel auch an Jura Extras dranhängen oder sonst irgendwas. Die meisten waren aber dafür zu sagen, okay, es ist zwar klein, PeeringDB, aber es scheint uns sehr sinnvoll zu sein, es eigenständig zu lassen. Und deswegen wird es eben eine neue, unabhängige Organisation auch geben. Und da auch die Bitte, und das ging teilweise ja schon auch über die Listen, euch da einzubringen. Es laufen da schon die entsprechenden Vorbereitungen, auch für Diskussionen schon. Die ersten Wahlen für das Board wird es zwischen dem 15. November und 30. November geben. Jeder kann sich für einen Board-Sitz auch bewerben. Die einzigen Voraussetzungen dafür ist, dass man einen aktiven Account hat bei PeeringDB. Die Webseite ist www.peeringdb.com, registrieren lassen und dass man auf dieser Mailinglist PDB Mailinglist registriert ist. So. Dazu, ich denke, das habe ich schon erzählt gehabt, der Richard Steenbergen, der das ursprünglich aufgesetzt hat, so kenne ich das wenigstens aus der Legendenbildung auch, hat irgendwo mal so ein Stückchen Software gefunden, wo man schnell was zusammenhacken konnte, hatte den Vorteil, hatte eine gewisse GUI auch, war auch ganz nett, man konnte einige Anfragen auch ganz gut bearbeiten, was zum Beispiel komplett fehlte, ist irgendwie ein Support-Teil, aber es tat irgendwie. Was komplett fehlte oder was von Anfang an schlecht aufgesetzt war, es ging von dem Modell aus, dass eine Organisation oder ein Netzbetreiber nur ein ASN hat oder dass ein User nur immer ein ASN pflegen kann. Das führt also dazu, falls man mehrere AS hat, muss man verschiedene Logins haben und kann zwischen den Logins auch nicht hin und her wechseln. Beispiel am DKIX, wir haben an jedem Austauschpunkt natürlich ein eigenes AS, um die Root-Server damit betreiben zu können. Wir haben also, weiß nicht wie viel PeeringDB-Logins, da muss man da hin und her wechseln, um die Sachen zu pflegen. MySQL war eben die einzige API, die man hatte. Gut, es gibt noch Whois, um das abzufragen. Gucken, was haben wir noch? Was wollte ich noch sagen? Kommt das noch? Die Typvalidierung ist nicht gegeben. Zum Beispiel eine IP-Adresse wurde einfach aus Einfachheit einfach als Text abgelegt. Man kann da irgendwas reinschreiben und es wurde nicht unterschieden. Damals, als es aufgesetzt war, weiß ich gar nicht, ob es da schon IPv6 gab. Auf jeden Fall, es gibt keine Typenfelder. IPv4 gibt es nicht, IPv6 gibt es erst recht nicht. Gut, Typos, das ist ganz normal. Und insbesondere, was in den letzten Monaten, würde ich mal sagen, auch immer wieder zu Ärger geführt hat,
da die Kontaktinformationen, zumindest das, wie man das NOC und so weiter erreichen kann, es gibt einen Gastzugang und da werden Informationen abgegriffen. Natürlich sind das jeder Vertriebler, insbesondere der neu anfängt, der hockt dann erstmal und sagt, okay, wo kann ich irgendwo meine Listen herkriegen, und das wird dann abgegrast. Das ist also dann weniger schön. Dann hat sich der Matt zusammen mit ein paar anderen Leuten dran gesetzt, jetzt die Version 2 zu machen. Das ist in Python geschrieben. Das wurde komplett neu aufgesetzt. Also alles, was vorher da bekannt war, hat man weggeschmissen auch. Als API RESTful IP, die Daten wurden soweit eben validiert und auch gesäubert. Kontaktinformationen haben dann auch Rechte dahinter. Das ist zum Beispiel ein anderer Punkt auch noch. Derzeit besteht so gut wie keine Möglichkeit, selber die Daten zu pflegen. Also insbesondere Data Center oder auch Austauschpunkte haben keinerlei Möglichkeiten, die Informationen selbst zu pflegen. Das heißt, das geht alles dann an die Admins, die dann entsprechend die Daten pflegen müssen. Es gibt auch kein oder gab bislang auch kein gutes Modell, wie wem welche Daten in Anführungszeichen gehören. Wenn ihr euch zum Beispiel bei PiringDB mal bei so einem Austauschpunkt einloggt, ist es derzeit so, dass ein Netz immer jeweils sagt, okay, ich bin an einem Austauschpunkt, hat aber auch die Möglichkeit, dann dazu die IP-Adresse anzugeben, was in einigen Fällen dann dazu führt, dass wenn der Kunde dann den Austauschpunkt verlässt, dann bleibt diese Information drin. Wenn der Austauschpunktbetreiber die IP-Adresse dann neu vergibt und der neue Kunde versucht, sich in PiringDB dann zu registrieren, läuft da auch ein Fehler, weil die Datenbank natürlich sagt, bops, die IP-Adresse, die gibt es schon. Solche Ungereimtheiten werden dann mit PiringDB 2.0 auch alle beseitigt sein. Ich sagte schon, alles wird eben mit Rechten versehen sein und auch editierbar sein, soweit es eben dann möglich ist. Das heißt eben, dass Data Center und IXP ihre Informationen selbst verwalten können. Geradezu IXPs, vielleicht noch ein bisschen ausgeholt, es wurde schon vor längerer Zeit wurde beschlossen, eben, da ist die Austauschpunkte eine eigene Organisation haben. Das ist ja EURIX für Europa oder den europäischen Raum, APIX für Asien, IFAX für Afrika, LACAIX für den südamerikanischen und karibischen Raum, und in Nordamerika formiert sich auch sowas wie eine Austauschpunktorganisation. Hat man beschlossen, den IXP-Teil abzutrennen, deren Verwaltung eben zu den Austauschpunkten zu gehen und eine enge Verzahnung zwischen diesen beiden Datenbanken zu machen. Die eine Datenbank ist eben PiringDB, wo dann Netze und Kollokationen drin sind. Die andere ist eben die IXFDB, wie das heißt, für die Austauschpunktorganisation, wo die Informationen über die Austauschpunkte gehalten werden. Und die werden eng miteinander verzahnt sein, sodass für euch als Nutzer der PiringDB das im Prinzip unerheblich ist. Ihr werdet immer Zugriff auf die PiringDB haben und könnt gleichermaßen dann Informationen über Kollokationen, Netze und auch Austauschpunkte dann abrufen. Ich denke, das Wichtigste in der heutigen Zeit ist einfach, dass es gut dokumentierte APIs gibt, um auf diese Datenbank Informationen zuzugreifen, sowohl eben lesend als auch schreiben. Und weitere Features werden noch dazukommen, und der Cutover, weiß ich gar nicht, Greg, ob du da genauere Informationen hast, ob wir da einen festen Termin haben, noch nicht. Wer verzögert sich mal weiter, aber naja, ich sage jetzt nichts mehr, das ist dieses Jahr vielleicht noch passiert. Sagen wir, in 2016 wird es aber passieren, dass wir da die Umschaltung machen werden. Es steht unten, heute steht schon, wenn man sich bei PiringDB einloggt, dass es eine neue Datenbank gibt, dass man sich mit den neuen Schnittstellen vertraut machen soll und dass wir dann irgendwann eine Umstellung machen werden.
Die Beta-Version, ich sagte es glaube ich bereits, ist verfügbar. beta.peeringdb.com. Empfehle ich jeden, der heute mit PeeringDB schon arbeitet, sich damit vertraut zu machen, insbesondere auch mit den Schnittstellen. Es gibt die API ist sehr gut beschrieben und es gibt eben zu jedem Datentyp auch jetzt einen Tag, zum Beispiel Net.org, IX und so weiter. Und hier ist ein Aufruf, um zum Beispiel dann alle Netzwerke sich geben zu lassen oder sich ein bestimmtes Netzwerk geben zu lassen. Dann sowohl Lesenden, Schreibenden als auch ein Neuanlegen ist damit möglich. Und jetzt Greg, jetzt helf mir mal ein bisschen. Bitte? Ja? Okay. Ich sagte das glaube ich schon, dass die PDB 2.0 in Python geschrieben ist. Und Python scheint die Sprache zu sein, die ihr mögt. Es wird wahrscheinlich auch eine PHP wird's geben. Das, was der Vorteil von Python ist, dass man das selber bei sich aufsetzen kann, dass es da auch die Möglichkeit ist, das lokal zu betreiben, dass man eine Datenbank wählen kann, die einem selber passt, MySQL, PostgreSQL, SQLite. Installation erfolgt einfach mit pip install peeringdb. Dann kann man das selbst aufsetzen, selbst in Sync halten. Und der große Vorteil ist eben, gehe ich jetzt mal weiter durch, man kann weitere Felder selber hinzufügen. Ja? Das heißt, man hat als Basis sozusagen dann peeringdb und wenn man das selber noch mit anderen Feldern füllen müsste, dann kann man das machen. What's to say to Django? Okay. Also mit Django ist es dann sehr, sehr leicht möglich, zusammen mit PeeringDB dann zum Beispiel Router-Konfiguration daraus erzeugen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel dann Protokoll im BGP für den CHIX, das ist der Chicago Internet Exchange, den der Grista betreibt, wo ich dann die ganzen Informationen dann einfach aus der PeeringDB hole. Ne? Das PeerISN, Peer Description, PeerIP, PeerASN, PeerMax-Prefix, das sind alles Informationen, die dann aus der PeeringDB kommen. Ich habe mein Template hab hier und das wird dann automatisch dann aus der PeeringDB befüllt. Genau, da bekomme ich die Informationen raus. Es gibt zum Beispiel Apple und Netflix benutzen selber auch dieses, die PeeringDB, um der Informationen rauszuholen. Hier noch eine Liste mit Mailinglisten. Das Wichtigste derzeit ist, denke ich, die PeeringDB Governance, wo derzeit Diskussionen stattfinden. Das Technische natürlich, mittlerweile so ein bis zwei Wochen gibt es zu PeeringDB, zu dem Beta, eine neue Version auch, wo weitere Features, Bugfixes drauf sind. Wie gesagt, meine Bitte ist einfach hier an das Auditorium, zumindest euch auf der Governance zu subscriben, mitzuverfolgen, was da diskutiert wird. Da wird in den nächsten Wochen eben denn entschieden, zunächst über die initiale Besetzung, Wahl des Boards und das Board wird erstmal bis, glaube ich, April nächsten Jahres
sein und dann wird es nochmal Wahlen geben, ne? Greg? Ja. Okay, that's it. Fragen dazu? Also meine Bitte ist, wie gesagt, lest wenigstens dazu, was passiert, gebt eure Kommentare da. Zu der einen Seite, das ist das Governance-Modell. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass da auch von der Community die Entscheidung getroffen wurde, das eigenständig zu halten, unterstützt das. Und auf der anderen Seite kann ich nur jeden, der eben Netzbetreiber ist, empfehlen, pflegt euren eigenen PeeringDB-Eintrag, ermuntert eure Peers, wo ihr seht, dass sie noch keinen haben, dass sie einen anlegen. Das ist eine sinnvolle Sache. Wir werden in Zukunft nur sauber arbeiten können, wenn wir solche Informationen sauber halten, wenn wir die an einer Stelle halten. Nur so gelingt es uns, eben Automation weiter voranzutreiben und auch mehr Zeit zu haben für spannendere Dinge als irgendwelche Skripte oder was weiß ich, Configs per Hand zu machen. Gut. Gibt es noch Fragen an Arnold? Okay, vielen Dank nochmal.